Meine Gefährten, hört mich, Männer der Wüste. Ich bin der Mahdi. Ich bin der Erwartete. In einer Vision hat mir der Prophet Mohammed befohlen: Lass die Berge erzittern und die Wüste erbeben. Lass die Städte erschauern in Furcht vor den ungeheuren Wundern, die da kommen. Entsprechen die Berichte aus Khartoum der Wahrheit? Ich bin nach Khartoum geschickt worden, um festzustellen, ob die Ägypter mit dem Aufstand fertig werden können. Sie können es nicht, Sir. Schicken Sie Gordon nach Khartoum. Gordon, ich kann und werde keine Armee in den Sudan schicken. Aber ich gebe zu, dass man Khartoum nicht ohne eine gewisse Geste seinem Schicksal überlassen kann. Und wenn der Mahdi mich nun in den Nil wirft, dann werden Sie um mich wahrscheinlich Krokodilstränen vergießen und zu Ihrer Majestät wird man dann sagen, wir haben Gordon geschickt, wir haben getan, was wir konnten. Haargenau. Greif an, Verehrungswürdiger. Greif an, großer Mahdi. Der Augenblick ist da. Nutzen wir ihn. Khartoum, an den Ufern des Weißen und des Blauen Nil, erlebte den Zusammenstoß zweier Weltanschauungen. Charlton Heston als Gordon. Sein Land gab ihm den Auftrag, Khartoum zu verteidigen. Laurence Olivier als Mahdi. Eine Vision gab ihm den Auftrag, Khartoum zu zerstören. Richard Johnson, Ralph Richardson, in Khartoum.